So, dann melde ich mich doch noch zurück und präsentiere die US-Indizes. Wieder einmal der Risikohinweis, Haftungsausschluss etc. Und dann schauen wir auch die US-Indizes an. Zunächst einmal der Wochenchart. Hier hätte ich eben gerne diese Woche im Prinzip noch ein neues Hoch oder anderes Hoch. Und die nächste Kerze, also ab dem 7., also nach dem Nikolaustag, nochmal einen deutlichen Kursrücksetzer bis 2050 wäre dann wünschenswert, um dann eine Weihnachtsrallye zu starten. Denn immer wieder hier, sieht man hier am 8.12. ging es abwärts. Und eben hier war eben auch die, also wirklich die letzten zwei Mal, war in der Woche ab dem 9.12., 8.12. und jetzt eben die nächste Woche wäre eben dann das 7.12. Aber ob sich das natürlich wiederholt, dreimal in Folge, ja, ist, muss man schauen. Hier hat sich's erst in der Woche, in der Woche am 24. sogar gab es größere Abverkäufe, bis es dann in der letzten Woche deutlich nach oben ging. So. Hier das Setup von ist ja noch kein richtiges Trading Setup, sondern mein Prognose Setup. Hier oben war immer der Bereich, sollte angelaufen werden, aber jetzt hier muss es ein bärisches Umkehrsignal folgen, eine Umkehrkerze folgen. Also hier noch ein Hoch raus. Natürlich sollte es bestätigt werden, dann sehen wir deutlich höhere Kurse, aber hier will ich eben tiefere Kurse sehen im Nasdaq, im S&P 500 Index sind wir jetzt genau dort angekommen, bei 2102 Punkten, genau in dem Widerstandsband. Also dürfte es morgen, darf es auch Intraday über die 2105 gehen, ja, ein Inverted Hammer oder ein Shooting Star hier oben bilden und dann nochmal dann für die nächste Woche deutlich tiefere Kurse. Der Dow Jones Index war heute kurz nach Börseneröffnung war es sehr volatil. Es ging ja gute 100 Punkte nach oben und direkt im Anschluss ging es wieder 100 Punkte nach unten. Also natürlich auf Stundenbasis sehr schwer oder gar nicht handelbar. Und in den kleineren Zeitebenen hätte man hier mit Stop-Buy-Marken handeln können. Aber man wäre vielleicht trotzdem bei plus minus null nur ausgestoppt worden. Ja. Außer man hätte dann wirklich antizyklisch hier oben verkauft. Also schwer handelbar. Ich hatte ja auch kein Setup auf Lager. Weise Vorausschau oder einfach nur, weil ich den Markt zurzeit eben von der Seitenlinie betrachte, weil es für mich hier im Tageschart kein klares Setup eben gibt. Hier sind wir auch noch definitiv unter der Marke, unter meiner Special-Marke noch. Auch hier ist ein temporärer Ausbruch über der 18.000er-Marke für mich nicht unbedingt ein Kaufsignal. Also es darf ruhig auch über das Hoch oder über das letzte Hoch gehen und dann eben einen schönen Abverkauf starten. So, schauen wir noch ganz kurz die Werte an, die ich am Anfang der Woche analysiert habe, die Internetwerte. Da hatte ich ja die Netflix mitgebracht, die Alphabet und die Amazon.com-Aktie. Schauen wir mal, was die heute noch gemacht haben. Gestern sind sie da leicht gefallen. War ein schöner Ansatz, dass es in die Zone geht. Heute wieder nach oben. Deswegen auch die vagen blauen Pfeile. Also hier passt das Setup trotzdem noch. Die Netflix-Aktie, ja, kommt nicht an dem Widerstand vorbei.
Ja, jetzt hier sieht man eben auch eindeutig Bearish Engulfing, aber die wurde direkt gekontert. Also hier kann es definitiv noch darüber gehen und dann mit dem Abverkauf der Abverkauf dann fortsetzen. Schauen wir noch die Alphabet X Google an. Ja, da war ja auch wirklich so angegeben, erst unter dieser Marke wäre auch sogar ein Short möglich gewesen. Heute sieht man ja, hat nicht mal die Marke touchiert und ist dynamisch nach oben ausgebrochen. Also hier kann ich eigentlich sagen, ja, das lasse ich. Hier wird man wahrscheinlich nicht die optimale Kaufzone sehen. Aber dieses kann man löschen. Also da gibt es eigentlich nichts mehr groß zu handeln oder viel. Also wirklich nur Intraday wäre es möglich. Also hier erstmal warten, was der Markt noch so macht. Die Qualcomm-Aktie hatte ich nur auf dem Godmode analysiert und nicht jetzt hier speziell bei JFD vorgestellt. Hier wäre es schön gewesen, noch ein Tief. Eventuell folgt es noch und dann eine größere Aufwärtsbewegung. Also auch noch auf der Watchliste. Und bei der Apple habe ich in meinem Stream angegeben, hier ab kurz vor Weihnachten sollte es sich so fortsetzen, entweder die graue oder die andere graue, einfach in dem Bereich zwischen 122 Euro und 15 Euro bewegen und sollte dann eben hier der Bruch in der Woche vom 21. eben stattfinden, dann wäre das hier ein schönes Kaufsignal, wo man dann bis Silvester eventuell die Aktie dann halten kann oder sogar nach Silvester. So, das war's mit den Setups und wir hören uns dann morgen.